Dann schauen wir doch mal. Wir hätten einen Barbaren, der schwul ist und rumgrölt. Eine Spelunkette, die lesbisch ist und Sachen kaputt haut. Und einen riesen Assassin, der schnell läuft. Glaube ich, nehme den Barbaren. Weil Spelunkette, die hält einfach nichts aus. Jo, Barbar. So, 12.000 Gold. Erstmal gucken, ob der Kirugo in der Vergangenheit irgendwas Neues hat. Slayer-Helm. Aber wir finden immer mehr von dem Slayer-Zeug. Und beim Barbaren würde es sogar richtig Sinn machen, weil 50 HP fallen nicht mehr so wirklich ins Gewicht bei 1200. Also ja, ist natürlich immer noch wichtig, aber nicht mehr so wichtig wie früher. Ich glaube, ich probiere das mal. Slayer. Achso, das wiegt jetzt wieder mehr, das andere wiegt weniger. Das ist ja alles komisch. Haben wir hier auch noch Slayer? Ja. Aber nicht genug Gold. Hm. Also ja, wir haben jetzt weniger Lebenspunkte dafür. Oh, Start. Crit Chance 58%. Ha, ist doch mal schick. Und 315% Damage. Dafür nur 138 Stärke. Also ein Paladin hätte jetzt aber mehr als Durchschnittsklasse. Aber ja, das ist schon mal soweit gut. Das heißt, Start. Also wir geben jetzt 2100 Gold für irgendwas aus, aber das geht nicht, weil es zu wenig ist. Ja, so ändern sich die Zeiten. Früher war mal 2000 richtig viel gewesen. Und jetzt kriegt das Charon alles in Rachen geworfen. Ist auch nicht so schön. Oh ja. Zudem, dass wir jetzt so eine hohe Crit-Chance haben, müssten wir auch, warte mal, 100% Damage Retaliation? Genau. Haben. Das heißt, wenn wir getroffen werden, kriegt der Gegner genauso viel Schaden. Was jetzt aber nicht die Welt ist. Na, gucken wir mal. Zing. Zwei Goldsäcke pro Gegner. Das ist mal schick. Oh. Madusch. Aber trotz Crit nicht tot, das finde ich jetzt irgendwie doof. Also müssen wir doch mal Crit Damage erhöhen. Oh. Ah. Keinen Schaden nehmen. Ja, das geht mit dem hier ganz einfach. Ah. Also es könnte mit dem ganz einfach gehen. Mist. Ich hätte einfach die Klappe halten sollen. Es ist ganz schwer mit dieser Klasse und so. Nee. Aber gut. Nee. Oh. Was zur Hölle ist da oben gerade kaputt gegangen? Ich habe einen von den Feuerball kaputt Schießdingern da kaputt gemacht? Wie zur Hölle habe ich das angestellt? Die kann man nicht kaputt machen. Jedenfalls nicht wirklich. Komische Sachen passieren hier. Oh. So, nicht mit mir, Jungchen. Zing. Yeah. Okay, Hühnchen ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir brauchen immer noch den Kompass. Das Ding, was uns wahrscheinlich schneller laufen lässt. Wobei ich nicht so wirklich viel... Das sind ganz schön viele Hühnchen hier in letzter Zeit. Boss? Fragezeichen. Ha, also ja, die geben gut Gold. Ich glaube, das machen wir aber mal. Hallo. Wir kennen uns schon. Ich habe dich ein paar Mal umgebracht. Ja. Sollte aber stehen bleiben. Du bist nämlich gleich tot.
genauso. Mhm. Flupp. Tada. Lebenspunkte, Lebenspunkte und Mana. Sehr schön. Also ja. Ich werde jetzt nicht durchrushen. Keine Sorge, diesmal wirklich nicht. Die alte Regel bleibt bestehen. Wir werden erst den Endboss angehen, wenn wir es mit einem Helden einmal... Hey! Ach, du wirst nicht zurückgeschubst, stimmt. Genau, wenn wir es mit einem Helden einmal durch den kompletten Dungeon geschafft haben. Und ich denke, das wird auch eine ganze Weile dauern. Wenn es denn überhaupt möglich ist. Aber das müssen wir später gucken. Oh. Und hier ist ein Glitch. Seht ihr das? Dieser Block da? Kann es sein, dass das Spiel gerade gepatcht wurde? Ich habe aber keine Nachricht davon bekommen. Sieht irgendwie so aus, als wenn die Hälfte jetzt vermurkst wäre. Okay, das ist übertrieben, aber... Das ist jetzt schon der zweite Bug, der mir in diesem Leben auffällt. Und normalerweise hatten wir nicht so... Au. Oh. Da schon wieder. Wenn mich ein Feuerball trifft, stirbt das Geschoss. Komm, triff mich. Ich brauche Gold. So. Sehr komisch. So. Zwei Säcke Gold für einen Treffer getauscht. Also ist kein guter Tausch, aber ist interessant. Au. Ah, natürlich. Ich habe doch mein Retaliation-Zeug an. Dover Gerugon. Aber interessant, dass es auch auf diese komischen Schießmechanismen geht. Ich hätte nicht gedacht, dass das als Gegner zählt. Hm, gut. Wow, kaputt. Radiator. Zing. Assassin, Spellsword. Spellsword, nö. Assassin, Hokage. Baba. Schneller sich bewegender Baba. So, 17.000. Du wolltest noch mehr Slayer-Zeug holen. Und diesmal wollten wir auch nicht so viel damit rumalbern. So. Haben wir auch einen Slayer-Umhang? Ja, haben wir. 30 Gewicht. Das ist übel. 1, 2, 3. Und schon haben wir kein Gold mehr für den Umhang selber. Oder hatten wir ihn schon mal gekauft? Nee. Crit Damage. Crit Chance. Crit Chance, Crit Damage haben wir aber auch noch nicht. Nö. So, was sagt das Ding jetzt? Crit Chance 58%. Moment mal. Warum haben wir die Slayer Bracer nicht? Ah, wusste ich doch. Okay. Sieht doch gleich viel cooler aus. Mit diesem schwarz, metallic und lila Umhang. Ja, doch. So. 62% Crit Chance und mehr Crit Damage. Sehr gut. Raus. Raus, raus, weg, weg, töten. Jo. So, und diesmal nicht komisch rumexperimentieren und sich selber abschießen lassen von irgendwelchen Wandtürmen. Jetzt wissen wir doch, dass es das ist, was es ist. Nämlich einfach nur Retaliation. Hm. Oh. Aber ja, doch, ist schon praktisch. Kann man nicht anders sagen. Wenn man aus Versehen mal in so einen Gegner reinläuft, kriegt er jetzt wenigstens ordentlich Schaden. Oh, genau so. Ja, herrlich. Okay, ich sollte trotzdem vorsichtiger sein, auch wenn das sehr unterhaltsam ist. Kann ich damit die Stacheln umbringen? Komm mal her. Herrlich. Naja, ich wollte eigentlich nicht absichtlich in Sachen reinspringen, aber das war einfach... Ja, gut, sehr schön. Genau, gib mir ganz viele Hühnchen. Und nein, ich springe nicht in die Stacheln auch noch rein. Der Raum ist komisch. Ja, aber ja. Also man kann sehr lust... man kann sehr... Hey, das war unfair. So, man kann sehr lustige Sachen an... Oh, oh.
stellen mit dem Slayer-Set. Oh. Aber der eine Bug bleibt trotzdem. Der grafische. Was auch immer das war. Ich denke, das wird nicht mit dem Slayer-Set zu tun haben. Oh. Flum, flum. Au. Oh, oh. Ah. So, Hühnchen, sehr schön. Aber ja, man merkt schon, durch das Slayer-Set die HP nicht so unbedingt. Aber die Rüstungsklasse, die verloren geht. Wir kriegen richtig gut eins auf den Deckel. Was ja auch Sinn der Rüstung ist, wie ich das verstanden habe. Aber trotzdem ist ein wenig unheimlich. So, komm. Jetzt alles schön ordentlich machen. Ein paar Hühnchen einsammeln und dann klappt das. Oh. Was zur Hölle? Guckt euch das mal an, was da runterwurzelt. Das ist doch krank. Nee. So nicht. Das mache ich nicht mit. Könnt ihr knicken. Oh. Komm her. Stirb endlich. Und da war schon wieder Gold im Dingens. An der Wand. Kaputt. Ich glaube, ich wechsle wieder auf das. Es ist unterhaltsam, das ist keine Frage. Aber ich glaube, ich wechsle trotzdem wieder auf das andere Equipment. Damit komme ich gefühlt weiter. Oh. Weg mit euch, Döbelwölfe. Döbelwölfe. Oh. Oh. Ja. Da würde ich sterben. Hier auch. Da unten sowieso. Was haben wir hier? Kann ich Stacheln auf dem Boden auch töten? Au. Hey, nicht so. So, und Hühnchen, sehr schön. Yikes. Oh. So, pingpongt euch mal zu Tode, damit ich Lebenspunkte kriege. Komm schon. Ne, dauert zu lang. Klappt also nicht. Okay. Ah. Du machst komische Sachen. Komm schon. Ich hab Zeit. Gleich habe ich dich. Nein. Nicht hoch genug gesprungen. Ja, irgendwas ist hier nicht so schön. Also super Crit-Chance und alles, aber der Schaden an sich, wenn man kein Crit da ist, ist viel zu mau. Was ich aber nicht verstehen kann, denn das Ding ins hier. Oh. Das Ding ins hier zieht hier keine Stärke ab oder dergleichen. Oder vielleicht bilde ich mir das einfach nur alles ein. Müssen wir mal gucken. Ja, nee, da kommen wir nicht ran. Also ich muss jetzt doch durch einen der Horrorräume. Okay, aber ganz schnell. Was zur Hölle machst du da? Und kaputt. Umgebracht von einem Sniper. Du hättest das andere Kind nehmen sollen. Sir Fullop, der zweite Parting Words, also seine letzten Worte. Vielleicht.